Ich hab dir vertraut, ich hab nicht mitgedacht. Nee, warte mal. Was, wie war das Rätsel? Gehe nach links. Ach, links und zweimal rechts. Ah. Das ist dann einmal rechts sozusagen. Einmal links und zweimal rechts ist, ja. Oder? Links, dann zweimal rechts. Ja, genau. Ah. Das erste links war mir... Oder... Warte mal. Hast du dreimal links gedacht? Nee, ich hab das erste links irgendwie nicht mehr irgendwie übergangen, bin ich das. Stimmt, genau. Oh. Ich dachte, du hättest auch mitgedacht. Nee. Mensch. Ich hab ja... Ach so, nee, ich hab dich zumindest darauf hingewiesen, dass man dann... Also in welche Richtung das Haus zeigen muss, oder? Ja. Du hast gesagt, das Einzige, das nach links guckt. Ja, und das dann war Blödsinn. Dann habe ich jetzt eingekreist und dann war es falsch. Das war nämlich Blödsinn, genau, ja. Weil das erste links mir leider völlig... Weil ich doof bin. Weil ich Rätsel lösen nicht kann. Oh yeah. Ja. Habe ich es wenigstens hinter mir schon. So, beeindruckend. Ich dachte, es wäre ein ganz schön schwieriges Rätsel, aber ihr habt es schnell gelöst. Naja, hätte höchstens 4 Versuche gebraucht. Nee. Nein. So viele Versuche, wie es Häuser gibt, die nur in eine Richtung, die einzigen sind, die in eine Richtung zeigen. Nun, also zu St. Mystère, all das Land, auf dem dieses Dorf steht, gehört der Familie Reinhold. Angeblich gehören ihnen auch alle Häuser. Alles, was ihr hier seht, ist sozusagen Eigentum der Reinholds. Sagt doch später mal wieder Hallo. Dann werde ich ein schwierigeres Rätsel für euch parat haben. Gut, Haus gefunden. Kann man da schon reingehen irgendwo? Nö. Ah. Ich glaube nicht, dass es dahin geht. Ich glaube es schon. Wir können es ja so lange versuchen, bis eventuell... Professor, sehen Sie den Mann dort auf der Straße? Nein. Er versperrt den Weg zur Villa, wie unhöflich. Ja, weil das so ein kleiner Weg ist, so ein schmaler Weg, wo man schließlich gar nicht an ihm vorbeikommen könnte. Ist es nicht, der Weg ist riesig, man kann ihn gar nicht verfehlen? Ja, richtig. Vielleicht macht er ihn ja für uns frei. Ich bezweifle es allerdings. Na, dann gehen wir wieder. Dann kommen wir leider nicht weiter. Ende. Sollen wir nicht besser zuhören? Ah. Ich hasse es, wenn Spieler einen in so eine Richtung drücken, ne? Das ist wie Pokémon Sun and Moon eigentlich. So gesehen. Ja. Irgendwo muss ja noch was sein. Irgendwo ein Boden an höchstens noch. War. Oder hast du schon irgendwo die das Dach von Villa Reinhold? Eigentlich schon. Ah. Na gut, vielleicht gibt es ja auch an manchen Stellen bloß 2 Hinweismünzen. Ja. Ich weiß gar nicht, wird einem das angezeigt, wie viele Hinweismünzen man jetzt mittlerweile irgendwo kriegen kann? Weil, oder wenn man auf der Karte dann irgendwo hingeht? Nee, auch nicht. Vielleicht hinter ihm, wenn er weg ist. Ja, wahrscheinlich. Das tut ihm bestimmt weh. soll ich Kalle sprechen? Immer mal Kalle, das... Ja, stopp. Euch beide habe ich hier noch nie gesehen. Was treibt denn euch zwei wie euch in so unser kleines Dorf? Wir wurden von den Reinholds eingeladen. Wenn sie uns nun entschuldigen, wir müssen weiter. Reinholds, Rausstein. Von Reinholds also, was? Ihr seid ja wirklich merkwürdig. Ein merkwürdiges Pärchen, hm? Ich trau euch nicht. So viel steht fest. Aber wenn er mir ein Rätsel löst, dann werde ich euch vorbeilassen. Ich finde, der sieht so aus, als würde er so klingen. Tatsächlich, ja. Ja. Aber ich sag euch gleich, das ist sehr schwierig. Leicht mache ich es euch nicht. Ganz bestimmt nicht. Ja, und der hieß ja Kalle. Hier sind 8 kleine Gewichte, die alle gleich aussehen. Eines ist jedoch etwas leichter als die 7 anderen. Du darfst genau 2-mal wiegen, um herauszufinden, welches der Gewichte das leichtere ist. Also, welches ist das Leichtgewicht? So, und jetzt muss ich zu diesem Rätsel leider eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar... schon der Popcorn. Ja, genau. Wie man ja beim Eingeben der Namen gesehen hat, sind meine
meistverwendeten Wörter Analysis und Algodat. Algodat ist Algorithmen und Datenstrukturen, ein Modul im Informatikstudium. Und da hatten wir zufällig ein Rätsel, da ging es darum, Äpfel abzuwiegen. Und wir sollten mit möglichst wenig Wiegeoperationen dann einen Apfel rausfinden, der andere, was anderes wiegt als die anderen. Und das ist im Grunde eine Abwandlung von genau diesem Rätsel. Ich habe sogar in meine Antwort reingeschrieben, ja, für Beispiele siehe bitte Rätsel 006 und Rätsel was weiß ich von Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Das heißt, Leute, die dieses Rätsel lösen können, die haben schon mal Vorteile beim Informatikstudium. Das ist die Nummer 7. Es ist die Nummer 7? Nein, nein, nein. Also, weißt du denn, wie du am einfachsten... Ich würde... Du sollst nur zweimal wiegen. Ich würde 3 und 3 wiegen. Mhm. Wie gesagt, ich würde erstmal 3 und 3 wiegen. Ja. Dann schauen wir mal. Die sind gleich. Ja. Und dann muss es eins von diesen beiden sein. Sag ich doch. Wahnsinn! Analysis am Arsch! Ja! Ich kann das auch ohne Analysis. Algo, das war's. Meine ich doch. Das gibt's doch nicht. Ja, gekonnt, unfassbar. Ja, richtig, richtig. Ey, aber ganz ehrlich, das war jetzt bloß der zweite. Das war wirklich der zweite Versuch. Das ist doch. Schön. Unfassbar, dass es auch noch so gut geklappt hat. Ich würde 3 und 3 wiegen. Mhm. Aber du wolltest doch 3 mit 3 wiegen. Nein, Quatsch. 3 gleich, also ja. Okay, das leichte Gewicht. Warte, das leichtere müssen wir finden. Ist damit drin, okay. Genau. Und jetzt nehme ich die wieder runter. Die, ja, ja. Jetzt würde ich hier einen. Nee. Ja. Quatsch. Einen rausnehmen. Wenn die gleich sind, war es die 2. Richtig. Aha, es ist die 2. Ja. Ja. Schade, ich habe gehofft, es wäre die 7. Das wäre so lustig gewesen. Ja, genau. Wir können ja das Rätsel nochmal machen, es ist immer ein anderes. Wir können das jetzt so lange neu starten und immer so einen Cut machen. Wollen wir? Wollen wir. Warte mal, das war ja ja nicht... What? Wann habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Haben wir Sie damit zufriedengestellt? Lassen Sie uns nun durch. Erstmal durchlesen und dann geht's weiter. Erkläre ich das. Aber klar, geht nur vorbei. Und vergesst nicht, Baronin Daya von mir zu grüßen. Über den Rätselindex können wir es machen. Ja. Genau, können wir. Wir können es über den Rätselindex machen. Dann musst du das später nach vorne schneiden. Genau, muss ich. Wo ist denn der hier? Hier. Da muss ich noch zusehen, dass ich da irgend so einen Fehler ins Video reinschneide. So. Huch, was war jetzt mit der Aufnahme? Naja, schauen wir mal. Ja, also, die mussten wir leider neu starten. Wie gesagt, ich würde erstmal 3 und 3 wiegen. Ja. Dann schauen wir mal. Die sind gleich. Ja. Und dann muss es eins von diesen beiden sein. Sag ich doch. Wie hast du das gemacht? Ich meine, ganz ehrlich, dass es nicht der erste Versuch war. Okay, das ist Pech. Aber... Das ist heute mein Tag. Ja, wie es aussieht. Und da ist keine Hinweismünze hinter. Ja, die hast du schon weggesammelt mittendrin. Nein, Quatsch. Die haben wir natürlich schon. Ja. Und auch schon wieder eine verwendet, deswegen. Oh Mann. Ach so, ja, für alle, die noch wissen wollten, wie der eigentliche Clip aussah. Ah, stimmt, haben wir jetzt dazu gesagt, dass wir es... Nein. Nein. Aber im anderen Clip haben wir es gesagt. Richtig, vorher... Oh Gott, wie muss ich ihn das schneiden, damit das kein Zeitparadoxon ergibt? Das sind gar keine Münzen, kann das sein? Ja. Wie es aussieht, da ist nur ein...
Möchtest du den reden oder soll ich? Ich glaube, der war immer bei dir. Ja, na, mit wem habe ich denn hier das Vergnügen, wenn ich fragen darf? Ich heiße Layton und dies ist mein Assistent Luke. Wir wurden in die Villa Reinhold reingeladen. Die Villa Einhold reingeladen. Oh, genau. Wir haben sie bereits erwartet, Professor Layton. Da seid ihr wirklich ein Huhuhu. Ja. Ja, ja. In der Tat. Wer sagt denn noch ein Huhuhu? Der Zelda, der Maskenhändler in Ocarina of Time? Oh, das kann sein. Jetzt weiß ich nicht. Tingle? Nee. Aber sie müssen meine Skepsis entschuldigen. Scrap that. Scrap this. Wir müssen dann nochmal neu aufnehmen. Nein. Aber sie müssen meine Skepsis entschuldigen. Man kann ja heutzutage niemandem trauen. Sie könnten gar ein Unhold sein. Woher weiß ich, dass Sie der wahre Professor Layton sind? Haben Sie das gehört, Professor? Der hat ja Nerven. Mhm. Wahrscheinlich. Also, naja, nee. Oh, wir kennen ja leider das Ende. Er hat keine Nerven. Also, außer irgendjemand hat das geschafft, die zu implantieren. Spoiler implementieren. Ja, es kennt doch jeder schon das. Nein. Sicher lassen Sie sich so eine Beleidigung nicht bieten. Ich bitte dich, Luke, das ist doch halb so schlimm. Mein Herr, Sie stellen mich also auf die Probe. Ich soll zeigen, dass ich der wahre Professor Layton bin. Ja, und zwar, wenn ich jetzt Sie anschieße und Sie verbluten, dann sind Sie definitiv Professor Layton. Nein, exakt, Herr Professor. Ich meine, Herr Professor. Nun, wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann lösen Sie doch dieses Rätsel. Schwab! Wölfe und Küken, oh nö! Bringe die drei Wölfe und die drei Küken, die du unten siehst, ans andere Ufer des Flusses. Beachte dabei die folgenden Regeln. Es können nicht mehr als zwei Tiere gleichzeitig transportiert werden. Das Floß bewegt sich nur, wenn sich mindestens ein Tier darauf befindet. Und wenn mehr Wölfe als Küken an einem Ufer sind, fressen die Wölfe die Küken auf und du musst von vorne anfangen. Du darfst das Floß beliebig oft bewegen. Die schnellste Lösung benötigt nur 11 Züge. Schaffen wir es in 11? Ich weiß es nicht. Ach so, wir können ja mal wieder... Oh, es gibt gleich wieder Probleme mit dem... Vermutlich. Vermutlich. Nee, da fällt mir gerade ein. Und zwar, ist es eigentlich Zufall, dass ausgerechnet bei dem Ramon hier ein Rätsel kommt, bei dem es darum geht, jemanden ans andere Ufer zu bringen? So, ich würde sagen... Das sieht erstmal okay aus. Kann ja gar nicht anders anfangen. Ja. Nehme ich nur ein Küken mit, frisst es der Wolf? Ja, ich kann einen Wolf halt mitnehmen, das ist aber... Ja. Okay, also machen wir mal. Einfach... Dann würde ich das Küken sogar wieder zurücknehmen. Ja. Ja. Dann... ein Wolf und ein Küken, ja. Oh, er geht nicht. Okay. Nee, dann nicht, nee. Dann nicht so. Aber wieder Küken zurück. Geht, du musst nämlich was drauf haben. Genau. Jetzt zwei Küken. Nee, geht auch nicht. Doch. Doch. Nee, geht nicht. Nee, geht nicht. Das ist ja doof. Zwei Wölfe. Jetzt ein Wolf zurück. Zwei Küken rauf. So geht's. Das muss jetzt zurück. Nein. Es muss ein Wolf sein. Aber dann wird wahrscheinlich... Oder Wolf und Küken nochmal? Ja, dann ist es wieder so, wie es vorher war. Ja, naja, aber probieren wir es mal. Habe ich jetzt nichts gewonnen? So haben wir angefangen gerade. Haben wir zwei Züge jetzt verloren. Jetzt zwei Küken rüber. Nee. Ein Wolf. Jetzt zwei Wölfe. Ein Wolf. Und guck mal an, wie viele Züge brauchen wir denn da? Aber wieso brauchen wir 11? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
wo haben wir denn jetzt, wozu waren diese zwei Züge in der Mitte? Wir haben Wolf und Küken rüber und dann wieder zurück. Wozu? Nee, wir haben Küken und Küken rübergenommen und haben Wolf und Küken wieder zurückgenommen. War das so? Ja. Na gut. Das war der Unterschied. Juhu! Gut gemacht. Dieses Rätsel, ja, wissen wir.